Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute spielen wir mal Koop hier auf Kamino. Ich meine, Koop habe ich jetzt ziemlich lang nicht mehr gespielt. Wir spielen das Ganze hier auf der Seite der Klone. Wow, Alter, wo kommen die denn auf einmal alle her? Ja, klar, da sterbe ich direkt. Super Start schon mal. Fängt sehr gut an. Ich hoffe zumindest, dass wir dann hier einen nicen Heldenkillstreak mal hinbekommen können. Wenn wir nur gegen die KI spielen. Und die KI macht das ja eigentlich fast immer so, dass die immer komplett sich auf einen Kommandoposten wirft. Während alle Mitspieler genau auf dem entgegengesetzten Kommandoposten den verteidigt. Das macht es halt eben dann ein bisschen schwierig. Wie viele sind denn hier? Oh, erstmal ein nicer Vanguard-Killstreak. Komm schon. Jo, 4 Kills waren drin. Aber viel zu wenig Punkte für einen Held oder sonst was zu bekommen. So, spawnen wieder hier rein. So, jetzt sind sie voll B am Einnehmen, oder was? Da kommen die wieder in ihren Wellen an. Ist natürlich auch schwierig, wenn man zum Beispiel alleine am Kommandoposten ist oder sowas und sie dann in so Wellen ankommen, hat man ziemlich wenig Chancen, irgendwie dagegen anzukommen, wenn so viele auf einmal ankommen. Natürlich sieht es natürlich dann anders aus, wenn man als Held spielt, denn dann ist es richtig cool, wenn man richtig viele Multikills machen kann. So, ich verteidige jetzt hier den Kommandoposten erstmal. Natürlich. Alter, wie viele sind denn hier? Puh, jetzt können wir bei als Held starren gehen, jawohl. Wen nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, Obi-Wan muss ich noch ableveln. Ja, auf Stufe 25 brauche ich, ne? Aber ich habe irgendwie richtig Bock auf Chewbacca. Das könnte richtig abgehen. Könnte richtig krasse Multikills machen. Natürlich ist es auch blöd, wenn die KI in so Wellen ankommt. Das ist natürlich leicht, die zu durchschauen, dass sie halt eben. Nice. Geiler Multikill. Ist natürlich easy zu überschauen dann. Zu durchschauen, die KI. Dass sie halt eben in Wellen zum einen Kommandoposten gehen und dann, wenn man die Welle besiegt hat, dann auf den anderen Kommandoposten zukommen. Ich hoffe aber eigentlich, dass wir jetzt hier mal. Dass die KI ein bisschen weiterkommt. Wenn wir mal richtig gute Multikills machen können. Ich glaube, richtig krass wird es in der letzten Phase, wenn man eben nur die zwei engen Gänge hat. Da könnte Chewbacca richtig abgehen mit seinem Slam. Seinem wilden Bowcaster. Lass mal aus der Granate rausholen. Alter, wie viele Granaten werfen die denn hier? Wir sollen mal irgendwie was einnehmen. Ja, wir verteidigen jetzt ziemlich gut. Wir haben uns gut aufgeteilt auf die beiden Kommandoposten. Was für ein Multikill, Junge. Können wir echt mit Chewbacca vielleicht einen neuen Rekord, ein bisschen mehr als die 100 Kills, die wir mal in Koop geschafft haben, machen. Wenn es denn hier in die nächste Phase gehen würde. 38 Kills sind schon drin. Ah, es sieht schwierig aus, dass sie cappen. Die haben nur eine Minute Zeit. Die spielen einfach viel zu gut, spielen wir. Alter, ey, das. Was soll das? Das könnte richtig abgehen mit Chewbacca. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir in die nächste Phase kommen würden. Da wir hier alles super gut abriegeln. Schade. Wäre cool gewesen, wenn wir bis zur letzten Phase spielen würden. Was für Multikills! Die hier machen könnten. Alter, was geht denn hier ab? Ich sterbe jetzt. Holy shit. Wollte ich weg, Chewbacca. Wo laufe ich denn jetzt überhaupt hier lang? 3 Sekunden, dann ist vorbei. Okay, ich glaube, ich lasse die das einnehmen. Ich gehe weg, ich lasse die das einnehmen. Ich will, dass es unbedingt weitergeht bis zur nächsten Runde. Wir haben jetzt schon 60 Kills und wir sind gerade mal in der allerersten Phase.
Das könnte ja, wenn wir bis zur letzten Phase spielen würden, könnte das in 200 Kills enden oder sowas. Aber kommt, lasst ihr das so einnehmen. Leute, ich will mehr Multikills machen. Komm schon, lass dir das da einnehmen. Geh zu B. Los, KI, sei schlau und geh zu B. Aber da bewacht Yoda das. Das wird nichts. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte echt gerne weitergespielt. Dass wir ein paar richtig coole Multikills hätten machen können. 60 Kills in der ersten Phase. Und ich glaube, es gibt sogar 4 Phasen. Hätten wir 240 Kills oder was? Holy shit. Die nächste Map wäre eigentlich Felucia gewesen, aber ich war dann irgendwie alleine und hatte dann keinen Bock, alleine gegen die KI zu spielen. Deswegen habe ich einfach nach einem neuen Koop-Match gesucht und habe jetzt Geonosis gefunden. Oh, mit einem vollen Team aber. Und jetzt sind wir hier auch mal auf der Angreiferseite. Vielleicht können wir dann hier... Das ist dann wahrscheinlicher, dass wir es bis zur letzten Phase schaffen werden. Und können dann vielleicht hier mit Chewbacca nice Multikills machen. Obwohl ich dann hier eigentlich lieber Obi-Wan nehmen würde. Passend zu Geonosis natürlich und aber auch um den abzuleveln. Da was beschießt du mich dann einfach so von der Seite? Der hat einen Geschützhändler aufgebaut. Scheiße. Oh, wir sind glaube ich sowieso auch im Moment dreifach EP, deswegen sollte das ziemlich easy sein, dann Obi-Wan Stufe 25 zu bringen. Oh, hier, Kommandoposten B nehmen wir schon mal sehr, sehr gut ein. Hier würde sich eigentlich auch ein Sniper mal anbieten. Das blöde Geschütz, Mann. Oh, weg damit. Ein guter. Da kommen die wieder alle in der Wellenform an. Und eine Granate rauswerfen. Und die 4000 Points haben wir jetzt schon erreicht. Obi-Wan, ich komme. Ich treffe hier gerade gar nichts. Wo kommt der denn auf einmal her? Okay, nehmen wir Obi-Wan, ja. Los geht's. Ich würde ja Hallo sagen, aber ihr wollt offensichtlich gleich anfangen. Mit Obi-Wan. Warne ich euch schon mal vor, mit Obi-Wan kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich weiß es nicht warum. Aber irgendwie, das ist auch der Grund, warum der Stufe 23 ist, weil ich kaum mit dem gespielt habe. Beziehungsweise, wenn ich mit dem gespielt habe, nie wirklich gut gespielt habe. Schauen, wie es in Koop jetzt hier so aussieht mit dem. Oh, hallo. Oh nein, jetzt haben wir schon geschafft, angenommen. Schau, wo kommt der denn her? Weg mit dem. Der ist auch tot. Gehen wir mal hier auf die andere Seite, wo die alle immer herkamen. Zack. Ja, bei der KI, wenn die einzeln ankommen, kann man einfach draufschlagen und die fertig machen. Ah, da rennt doch einer weg. Er hat es zeitlich nicht mehr geschafft. Okay, Obi-Wan, dann zeig mal, was du drauf hast. Und da kommt direkt der Count an, ist klar. Weg mit dir. So, Counter, jetzt komme ich von hinten an. Ja, Counter erledigt. Wusch. Weg mit denen. Weg mit dem. Da kommt schon Push, lade dich schneller auf. Na gut, dass Obi-Wan so viel Ausdauer hat. Alter, die zieht ja kaum was ab. Nice. Und dann direkt hier den Ansturm direkt hinterher.
Da läuft ja gerade richtig mit Obi-Wan. Aber wenn ich richtige Multiplayer-Spiele spiele, läuft das gar nicht so. Sterbe ich dann immer direkt. So, jetzt kommen die hier wieder an. Und ich mache mal einen Push und kill erstmal 4 Leute. Bin ich froh, dass Obi-Wan hier eine Schadensreduktion hat während seiner Aufladezeit vom Push. Würde ich immer instant sterben bei so vielen, die ankommen. Und Push. Alle weggepusht. Komm. Töte dich selbst. Okay, bleiben wir mal hier ein bisschen im Kommandoposten drin. Dass wir ihn noch schnell erobern können. Und da kommen sie alle wieder an. Zack, und weggepusht. Jetzt mal der Count hier an. Nein! Jetzt habe ich auch noch nicht mal genügend Punkte, um als Held reinzugehen. Gehen wir jetzt mal, wie eben gesagt, als Sniper rein. Ja, und wir haben sind eine Stufe weiter, nice. Alter, was hakt das denn hier schon wieder so? Hallo? So, wenigstens ein Treffer. Okay. Das müsste eigentlich ziemlich gut jetzt zum Snipen sich anbieten. Wenn man denn treffen würde. So, geht doch. Zack. Wie nun ist es? Ah, da besiegt. Ich wollte gerade sagen, ich habe dir voll einen Headshot gegeben. Zack. So, hier kann ich mich auf hier draufstellen oder so. Nee. No Scoping. Zack, Headshot. Ah, jetzt hat schon da. Hat schon einen Kumpel Obi-Wan jetzt. Zack, nächster Kill. Zack. Alter, läuft ja gerade richtig. Jetzt sterbe ich da mal wieder. Ich hab's gesagt. Es läuft, also muss ich natürlich sterben. Oh, achso. Ich dachte zuerst, er wäre General Grievous. Wo sind denn all die Gegner? Sind sie? So, sind die alle auf der anderen Seite oder was? Hey. Wow! Wo kommst du auf einmal her? So, haben wir jetzt genügend Punkte? Ich würde gerne. Chewbacca, glaube ich, lohnt sich nicht so. Ich würde gerne. Warten wir mal. Gehen wir einfach weiter als Spezialist rein. Lief hier ganz gut. Hoffen dann, dass mein Kumpel hier mit Obi-Wan stirbt. Der hat ja nicht mehr viel Leben. Dass General Grievous ihn jetzt fertig macht. Geh doch nicht auf mich. Geh doch auf Obi-Wan. Ich will Obi-Wan spielen. Ich will ihn weiter upgraden. Bosk. Können wir wegsnipen? Nein, aber kriegen einen Assist dafür. Immerhin etwas. Ich sehe einfach gar nichts, es ist so nebelig. Ist tot. Ta. Nein, ich hatte gerade meinen E4 ausgepackt. Jetzt. Nein, er spielt immer noch als Obi-Wan. Wir können einfach alle aufs Klonkommando reingehen. Habe ich auch noch gar nicht allzu oft mit ihm gespielt. Freut mich, dass ihr euch amüsiert.
Ach, ist jetzt schon die letzte Phase. Krass. Da kommt Leute, dann push mal durch. Wieso ist jetzt schon wieder Truppen gekippt? Da können wir jetzt schön unsere Raketen reinballern. Zack. Zack. Ja, ich glaube, die Granaten machen gar nicht mal 100 so viel Schaden. Ich glaube nur 130 oder sowas. Um den Dreh nicht 150, sodass man den nicht one-shotten kann. So, kommt schon, Leute, wir müssen hier ein bisschen reinpushen. So, probieren wir noch die Granaten aus. Oh ja, hier sehe ich doch welche, die nicht volle Lebensanzeige haben. Jawohl, da ist auch direkt der Kill da. Komm schon, und den auch noch so gekillt. Nice. Ja, kommt, Leute, geht alle auf den Kommandoposten drauf. Nice, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen mehr unter Kontrolle. Alter, ich muss sagen, der Klonkommando geht ganz schön ab. Hätte ich gar nicht mehr so erwartet. Ich finde auch cool, dass der Blaster nicht überhitzt, sondern man immer manuell nachladen kann. Erinnert mich so ein bisschen an den DT-29 aus dem alten Battlefront-Spiel. Junge, oh, dieses Nachladen dauert einfach so lange. Schnell unsere... Mist. Wollten wir unsere Lebensfunktion aktivieren. Ja, halt direkt weiter mit dem Klonkommando reingehen. Komm schon, es lief so gut. Den kriegen wir auch eingenommen hier, den Kommandoposten. Oh, da kommt schon wieder der Count an. Hallöchen. Schnell weg hier. Junge, nimm das hier. Kriegst meine... Meine Granaten kriegst du voll. Wurde richtig wegge... Geworfen, komm schon! Jawohl, ich habe den Kill geholt. Habe ich auch verdient, ich habe am meisten Schaden auch gemacht. Jetzt brauche ich nur schnell meine Heilfähigkeit wieder. Bevor ich jetzt drauf gehe. Leute, ich brauche Unterstützung. So, Heilfähigkeit. Schön wieder Leben zurückbekommen. Nachladen. Oh, shit, 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 shit. Nachladen. Oh, man muss richtig häufig nachladen mit dem hier. Sollten wir mit hier reingehen, um den zu schneller zu erobern. Jetzt kommen die wieder von da alle. Ja, man sieht einfach nichts hier in dem Sturm. Ich habe gar keinen Kill mit der Fähigkeit gemacht und ich bin tot. Aber keiner ist Held, wir können als Obi-Wan reingehen. Ah, wir haben den sowieso auf Stufe 25 schon. Ja, krass, das ging ja eben schnell. Jetzt hat er den auch genommen. Egal, dann gehen wir wieder als Klonkommando rein. Na, noch 2 Minuten Zeit. Wir haben gerade mal ein Drittel erobert. Wahrscheinlich haben die da jetzt alles wieder komplett eingenommen, ja. Das ist halt eben dann jetzt auch der Vorteil wieder bei den Wellen, in denen die ankommen, dass wir jetzt hier erstmal alles aufräumen können und ein bisschen einnehmen können, bis dann erstmal wieder die große Welle kommt, wenn sie ein bisschen darauf vorbereiten können. Nein, hat noch so ein bisschen gefehlt. Ja, zack, geht doch. Dann kommt wieder der Count an. Wieder ein paar Raketen ab. Boah, zieht das wenig ab. Leute, verteidigt mit! Wie blockt der denn? Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Wo ist mein Team? Shit! Oh, die Heilfähigkeit lädt sich so langsam auf. Ich bin hier die ganze Zeit mit 100 Leben unterwegs. So, Heilfähigkeit ist da. Raketenwerfer und einfach rein da. Bau doch zurück, bau deine Waffe zurück. Oh, dauert das lange, bis er die Waffe wieder zurückgebaut hat.
Shit, die letzte Minute hat schon angefangen. Wir haben keinen wirklichen Fortschritt gemacht. Ich hab das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit alleine bin. Oh, und ich bin tot oder was? Leben am Limit oder was? Alter, ich kann nicht glauben, dass ich immer noch lebe hier. Komm schon. Jawohl, wir haben da jetzt richtig gut aufgeräumt. So muss das doch. Da ist einer von uns. Jetzt kommen die hier wieder in ihrer Welle an. Und gerade jetzt hört meine Heilfähigkeit wieder auf. Total verschwendet eingesetzt. Okay, Verlängerung läuft. Boah, ist gerade richtig spannend sogar. Leben, 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 warum hast du denn eine blöde Animation? Nein! 99 Kills. Wenn jetzt die Verlängerung abläuft. Komm schon, wenigstens hier muss doch die 100 Kills drin sein. Nee, ne? 99! Kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und dann auch noch nicht gewonnen. Obwohl, es war ja gegen Ende hin ziemlich knapp. Aber dafür haben wir ja Obi-Wan endlich auf Stufe 25 gebracht. Wenn ihr gerne mehr Koop sehen möchtet, schreibt das unbedingt in die Kommentare oder generell, was für Modi ihr als nächstes sehen wollt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.